Mettez. Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kursawa. Hunter. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Nun Ferrati. Nun Thiago Motta. Wird das seine Torchance? Jetzt vielleicht. Ah, oh, kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Das war natürlich eine Riesenchance. Iloki. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Alex Hunter jetzt. Und er schießt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Wird's jetzt gefährlich. Stark verteidigt. Hunter. Ja, da ist Platz jetzt. Er probiert's, Di Maria. Und die Möglichkeit. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Jetzt also Paris Saint-Germain in Führung. Gigi. Bamou. Jetzt müssen sie aufpassen. Und Hunter. So, was machen sie draus? Defensiv machen sie es gut. Gigi. Thiago Silva jetzt am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Iloki. Und das ist der Ballverlust. Ferrati. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Thiago Motta am Ball. Das könnte die Chance werden. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Wie fandst du bislang die Leistung von Neymar? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Bamou. Das könnte gefährlich werden.
Gut verteidigt hier. Und jetzt die Chance. Den Versuch setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Hunter. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Da zieht er ab. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Gut, da erstmal geklärt. Kurzawa. Neymar am Ball. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Alex Hunter. So langsam wird's gefehlt. Und nun ein Schuss. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Ecke PSG. Es gibt jetzt einen Wechsel. Angel de Maria verlässt den Platz. Jetzt die Ecke. Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. GG. Draxler. Wird das seine Torchance? Gute Aktion. Angier. Ja, schwacher Ball hier. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Alex Hunter. Jetzt Thiago Motta. Dani Alves jetzt am Ball. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Alexander jetzt. Pastore. Alexander. Und jetzt ein Schuss. Die Chance nutzt er nicht. Es bleibt bei der knappen Führung. Und zwei Tore Vorsprung, das gibt natürlich deutlich mehr Ruhe. Angier. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und nun Pastore. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ferrati. Macht er ihn! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Kurze Flanke. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Und Hunter. Pastore. Pastore. Jetzt vielleicht. Und da klingelt's im Kasten. Da zeigt er, was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. Der letzte Pass war richtig stark und hat das Tor erst möglich gemacht. Das war super gespielt. Jo, Chancen hatten sie heute einige. Insofern der Treffer folgerichtig. Ja, und sie zeigen heute insgesamt einfach die bessere Leistung. Insofern natürlich ein verdientes Tor. Jetzt ein Wechsel bei Paris Saint-Germain. Thank you.
Alex, ein schöner Sieg heute bei Ihrem Debüt. Nachdem Sie jetzt Ihr erstes Match gespielt haben, wie schätzen Sie die Leistungen Ihrer neuen Mitspieler ein? Wir haben tolle Spieler hier im Team und es ist wirklich klasse, neben ihnen zu spielen. Dieser Sieg wird nicht der letzte sein, das ist erst der Anfang. Hat Ihre Ankunft hier die Mitspieler zu Glanztaten inspiriert? Nun, es war ein sehr gutes Debüt, sicher. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich dem Team zum Sieg verhelfen konnte. Die Fans waren auch super, das Team war genial, das macht mir Mut. Wir freuen uns auf die nächsten Erfolge, Alex. Danke. Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach, Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Rückstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja, stimmt, aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm. Und du bist ein Teil dieses Sturmduos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Müller, der hat alles. Power, Tempo, das ganze Paket. Das dachte ich mir. Sehe ich auch so. Er hat bei Bayern unheimlich viel bewegt. Ich sag dem Boss Bescheid, er wird begeistert sein. Danke für deine Zeit. Oh, Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bist bald wieder da.
Alex, sieh mal, wer gekommen ist. Alex Hunter, ich freue mich drauf, mit dir in einem Team zu spielen. Oh Mann, das wird groß. Ich kann es nicht erwarten. Wir sehen uns morgen im Training. Sicher doch. Willkommen im Club. Cool. Unsere Fans wollen in jeder Saison Titel. Und Erfolg hat man nur mit hartem Training und vollem Einsatz. Heute trainieren wir das 1 gegen 1. Ich will Intensität wie im Spiel sehen. Gebt alles an! Andiamo, andiamo! Los jetzt, los jetzt! Sehr gut. Genau diese Intensität will ich auch im Spiel sehen. Dann kann uns keiner schlagen. Das steht fest. Vielen Dank.
Heute wird natürlich einiges von Neymar abhängen, dem brasilianischen Superstar. Er soll vorne mal wieder für Überraschungen sorgen und klar auch die Tore machen. Und mit seiner Qualität hat er es drauf. Das Tiki-Taka ist natürlich eine große Spezialität von Ihnen, Buschi. Und das wollen Sie auch heute wieder zeigen. Ja, und da hat es kein Gegner leicht. Sie haben die Ballsicherheit, haben auch die Physis, um das wirklich konsequent durchzuziehen. In seiner 120-jährigen Geschichte hat der Prinzenpaar ja schon einige sportliche Großveranstaltungen erleben dürfen. Zum Beispiel die Pokalfinals der Landesmeister 1956, 1975 und 1981. Das Finale im Europapokal der Pokalsieger 1978 und 1995 oder das Europapokal-Endspiel 1998. Und auch zur Euro 2016 werden hier Spiele ausgetragen werden. Darunter ein Achtelfinale. Müller am Ball. PSG in der Offensive. N'Golo. Falcao am Ball. Kylian Mbappé, Lothar. Und die Chance. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Ein Duell an der absoluten französischen Spitze und auch an der europäischen Spitze. Paris Saint-Germain gegen AS Monaco. Aktuell die besten Teams in Frankreich. Und der französische Fußball, der steht ja für Spektakel, der steht für Klasse, der steht für Intensität. Und das ist schon besonders. Gute Ballführung. Und das will er. Alex Hunter. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Unai Emery ist zufrieden. Seine Spieler setzen seine taktische Marschroute sehr schön um und er freut sich über diesen Führungstreffer. Das war die Führung für Paris Saint-Germain. Und Moutinho. Glick. Lehmann. Ja, da ist Platz jetzt. Sehr gut aufgepasst. Schönes Pressing jetzt. Di Maria. Und Hunter. Könnte jetzt was werden. Der Ball geht auf Müller. Oh, klasse Kopfball. Aber kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Immer wieder schüttelt er da den Kopf. Kein Tor, unfassbar. Kein Tor in dieser Szene. Und es wäre so wichtig gewesen. Raggi. Lehmann. N'Golo. Wird das eine Torchance? Fairer Einsatz hier. Hunter. Nun Angel Di Maria. Jetzt Pastore am Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Schöne Flanke. Klatsch. Da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Und das ist der Ballverlust. Jetzt Pastore. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän. Alex Hunter jetzt. Gute Aktion. Nun Kamil Glick. Pastore am Ball. Hunter. Viel Vorwärtsdrang jetzt.
N'Golo. Falcao. Und Moutinho. CDB. Jetzt müssen sie aufpassen. Di Maria. Und er schießt. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. PSG mit der Ecke jetzt. Kurze Ecke jetzt. Er bekommt Hilfe. Flanke auf Müller. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Was für ein Schuss. Ein Traumtor. Damit konnte man nicht rechnen. Dass er hier trifft, unglaublich. Wow, den hat er wirklich von weit draußen reingeschweißt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung, was für ein Tor. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Weg ist der Ball. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Duell an der absoluten Französischen. Gute Ballführung. Und das will Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Schöne Flanke. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten.